Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier auf einem Bauernhof scheinbar. Wie sich das anhört. Wir wollen uns jetzt hier um Sam kümmern. Ein Crewmitglied eventuell. Die Robotereinheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichnete Seriennummer enthält die Buchstaben SAM. Installiere den Säurereiniger. Jo. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Registrieren? Wollen wir den registrieren? Nein, jetzt nicht, oder? Nein. You know what's great about our SAM units? They never need to be told twice. Aha. Oh Gott. Hätten wir ihn doch registrieren sollen? Ich dachte, das könnte man nachher dann noch machen. Da haben wir uns jetzt um was gebracht. Ja, willkommen in meiner Crew, Sam. Dann sag mir doch mal, wo du hergekommen bist. Und dann überlasse ich dich mal deiner Arbeit. Gespräch verlassen. Unser Reinigungsroboter. Das sind die Staubsaugerroboter von morgen, liebe Welt da draußen. Willkommen in meiner Crew, Sam. SAM units live to clean and clean to live. Oh. Ach was, jetzt ehrlich? Ich glaub's ja gar nicht. Das ist... Das ist ja super. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass der so richtig... Dass der so rennt? Ich dachte, der wäre auf Rollen oder irgendwie sowas. Der erinnert mich jetzt an Total Krieg der Eispiraten. Kennt ihr den Film? Klasse Film, den habe ich geliebt als Kind. Der macht sofort sauber. Nö, der macht echt sauber hier. Und wenn wir demnächst kommen, ist alles geputzt und glänzt und so. Ich finde das jetzt eigentlich nicht schlecht, so wie es ist. Ist ein bisschen schmuddelig, aber hat Charakter, oder? Was meinst du? Ja, das reicht mir eigentlich schon. Mehr will ich gar nicht. Ich bin total happy jetzt. Mit meiner Crew. Wir haben sogar einen Roboter. Sanitizing within established rings. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Er wischt alles auf. Tatsächlich, ich bin gespannt, wie das demnächst hier aussieht. Kaum zu glauben. Ich glaube, der hat hier wirklich ein bisschen was abgekriegt. Vom Boden, vom Schmutz. Ach, ist das schön. Ich find's schön. Und wir haben hier noch eine Dings gefunden, einen Mülleimer noch. Da kann man noch was reinschmeißen eventuell. Ja, diese ganzen Bit-Module, wie man... Bit-Module? Nein, Energiezellen oder so. Irgendwas Roboterartiges könnte man da reinschmeißen. Aber wir müssen seine Kajüte hier auch noch irgendwie schön... Seine Kabine müssen wir auch noch schön einrichten. Na, alles gut. Stehst hier rum, langweilst dich. Unterhalte dich doch ein bisschen mit den anderen. Spiel mit den Wollkühen. Ach so, das ist ja nur eine Einbildung. Ja. Oh, jetzt haben wir eben auch einen Bauernhof. Einen eingebildeten Bauernhof an Bord. Das ist doch gut. So, jetzt gehen wir. Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, ich weiß, ihr bekommt jetzt auch alle eine Dröhnung ab. Jetzt gehen wir mal, genau, hier wollte ich hin, in unser Tagebuch nämlich. So, das springt immer automatisch auf den Hauptauftrag hier, ob wir wollen oder nicht. Schlachthof, Clive, können wir nicht machen. Kritische Lösung. Finde Captain Irion auf Sylla. Ja, das könnten wir machen. Das Notsignal. Ja, das machen wir dann später, weil wir ja sowieso hier noch zur Groundbreaker zurückkehren wollen. Die stummen Stimmen. Ach, da war ja auch noch was. Das könnten wir eigentlich auch machen. Das würde jetzt eigentlich ganz gut zu Sam passen, oder? Mit dem Roboter dahin. Und zu so einer Relaisstation.
vulkanischer Hammer, den haben wir besorgt. Und ja, mit Enten wollen wir erstmal nicht sprechen vielleicht. Und mit Vaughn vielleicht auch erstmal nicht. Erstmal zur Groundbreaker. Nach Hinweisen suchen? Ach, richtig. Boah, da haben wir aber noch schön was zu tun. Ja, also zur Groundbreaker scheinbar nochmal. Das Schicksal, das Roseway ereilte. Nochmal mit Anton sprechen. Ja, wie gesagt, nicht so gerne. Was habe ich gerade mit Begeisterung gesagt? Finde Captain Irion auf Skylla. Auf Skylla. Haben wir die Waffe nicht damals aus Skylla geholt? Ja, klar. Was war denn das für eine? Oh, ich glaube, das war dieser Stock. Das müsste dieser Pin gewesen sein. Haben wir den nicht dabei? Den haben wir jetzt, glaube ich, abgelegt. Weil wir gesagt haben, ach, kann man sammeln, aber nutzen wir ja sowieso nicht. Ist ganz schön. Dieser Einfriere-Pin, dieser Schlagstock oder das Ding. Und da haben wir nicht nach dem Captain Irion gesucht auf Skylla. Das ist aber auch ein Ding. Ganz schön nachlässig. Jetzt können wir da nochmal hinfliegen. Ja, wie gesagt, die ganzen Sachen hier auf Terra 2. Müssen wir mal gucken. Erstmal wollen wir uns besser stellen hier mit der Groundbreaker. Warum auch immer. Das ist nicht gut eigentlich. Die Groundbreaker, die haben keine guten Verkäufer da. Die haben zwar viel, alles Mögliche, denkt man. Aber ich habe zum Beispiel, der beste Verkäufer sitzt für uns bis jetzt in Stella Bay. Der Kleidungsverkäufer. Ja, für uns. Andere zieren sich da nicht so und ziehen auch mal schwere Rüstung an. Aber ehrlich gesagt, es reicht eigentlich. Jetzt noch schwere Rüstung. Wozu soll das gut sein? Dann brauchen wir ja gar nichts mehr. Dann können wir mit bloßen Fenstern. Ja, genau. Wenn du siehst die auch, oder? Ey, da. Destination reached. Skylla. Da gehen wir jetzt raus. Habt ihr in euren Kabinen zufällig... Ach, vergesst es. Ja, den müssen wir doch jetzt mal ausprobieren. Was kann der denn eigentlich? Nyoka, du kommst mit, du kommst nicht mit und Sam kommt mal mit. Ist das denn die richtige Zusammensetzung? Oh, da fehlen ja nur noch zwei. Ja, okay, das wird der VK sein aus... Na, wie heißt es? Edgewater. Und dann stand doch mal einer vor dem Raumschiff. Wahrscheinlich wird er es dann sein, der zweite. Aber vielleicht, es gibt noch so viele Planeten, vielleicht finden wir ja noch andere. Und vielleicht können wir uns die Crew ja aussuchen. Irgendwas machen wir immer falsch, wenn wir rausgehen wollen. So, weiter. Da sollen wir hin. Muting volume now. Unfreundlich siehst du nicht aus. Dennoch würde ich dir ganz gerne ein Gesicht aufmalen. Geht das? Du bist aber nicht so ein normaler Roboter.
Ja, wie auch immer. Wir gucken uns später mal an. Vorsicht vor den Drucklos, nicht füttern. Auf die Nase. Die Troglos, die halten aber echt viel aus. Da, der hat sich sogar regeneriert schon. Schön sauber, genau. Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Oh nein, wir haben gar keine Untertitel von unserem SAM. Ich kann aber echt nicht sagen, wo wir diesen Säurereiniger herbekommen haben. Weil wir alles so schnell immer einsammeln, haben wir das gar nicht mitbekommen so. To shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now and you might get out of this alive. Can we hurry this up? I want that ship gutted before the primals find us. Green cycle test tube, industrial stain. Ja, war gut. Dein Angriff gefällt mir. Das war ein richtiger Schleichangriff. Jetzt haben wir uns natürlich so halbwegs um die Geschichte gebracht, warum der entführt wurde, aber wir können ja auch mit ihm sprechen. Der wird uns das ja wohl schon sagen, oder? Ich habe nur so Bedenken gehabt. Nicht, dass der nachher, wenn wir zu lange warten, erschossen wird. Da war doch mal was. Das war ja nicht in diesem Titel. Aber ich meine, in irgendeinem Titel ist uns das mal passiert. Wir haben da schön gemütlich zugehört und geguckt, was die da so erzählen. Und peng, auf einmal wurde der, den wir befreien sollten, erschossen. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Titel das war jetzt gerade. Aber ich meine, dass es uns schon mal passiert irgendwo. Deswegen dachte ich, besser ist, wenn wir draufhauen die ganze Zeit schon vorher. Hey, du kannst stolz sein, du bist ja viel größer als die anderen Roboter. Und ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so medizinische Robotereinheiten hier gibt. Das ist ja, das trifft sich alles richtig gut, oder? Wir haben unseren Sam repariert und zack, zum ersten Mal sehen wir hier so eine komische Robotereinheit. Aber wie er läuft, das ist so super, das erinnert mich so an Planet der Eispiraten. Planet der Eispiraten? Oder Krieg der Eispiraten? Ich glaube Krieg der Eispiraten. Sehr witziger Film auf jeden Fall. Captain Irion, du wirst vermisst. Und du? Du nicht. Aber du, erzähl, was machst du hier? Tremendous work, friend. Here I was, readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated pupils. Increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat. Ich dachte schon. Oh Mann, ja, so einen Roboter musst du bei dir haben. Das ist super. In der Öffentlichkeit. Ast rein. Captain Arion nehme ich an. Aber sicher, Kumpel. Was wollten Sie denn?
Captain Arion nehme ich an. Ja, genau, was wollten die denn? Meds, I'm guessing. Pirates love bits, and unlabeled meds are worth a bundle. Und was wirst du jetzt tun? Oh, Captain Arion nehme ich an erstmal. Man sollte sich ja vorstellen erstmal. Für welches Unternehmen arbeitest du jetzt? Für wen sind diese Medikamente? Und wie ich schon sagte, was wirst du jetzt tun? Aber wir stellen uns erstmal vor. Captain Arion nehme ich an. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? Doch, hat sie. Nein, ich kenne keine Wanda. Können wir auch lügen? Ja, hat sie. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these Automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Schon okay. Ich lasse Wanda wissen, dass ihre Lieferung auf dem Weg ist. Du solltest mir danken. Du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Nein, ich glaube, das verkraftet er nicht. Schon okay. Ich lasse Wanda wissen, dass ihre Lieferung auf dem Weg ist. Magnificent. And do please give Wanda my chilliest regards. Erinnert er mich jetzt an Zeb Brannigan von Futurama? Siegerschweiß. Das war gut. Das war echt gut. Kannst du auch reparieren? Every SAM unit comes lean, mean and ready to clean. Gute Arbeit, Sam. Geh zurück zum Chef, Sam. Nein, zurück an die Arbeit, Sam. Nein, gute Arbeit, Sam. Thank you, customer. Sam, we guarantee it's the only sanitation and maintenance unit you'll ever need. Dann sag mir mal, wo du hergekommen bist. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Cool. Ja, willkommen nochmal. Ach so, nein, das hatten wir ja schon. Nein, ich meinte, ich möchte gerne mehr über dich wissen. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir, in dieser Kolonie aufzuräumen? Ja, ich möchte mehr über dich wissen erstmal. Did you know SAM units are capable of equipping regulation-grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Das ist aber voll gut. Flammenwerfer können wir anbauen. Eine richtige Kampfmaschine aus ihm machen, das ist gut. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir, in der Kolonie aufzuräumen? Got stubborn stains. Leave them for Sam. Das freut mich aber. Ja, dann zurück an die Arbeit, Sam. Ich hätte, glaube ich, so ein Medizinroboter wie den da hätte ich daraus gemacht, glaube ich. Aber eine Putzeinheit, eine Reinigungseinheit ist total die witzige Idee. Finde ich echt gut. Ich glaube, wir sind fertig hier auf dem Planeten. Ich glaube, das nächste, was wir ansteuern können, ist dann wirklich nochmal die Groundbreaker. Und da können wir als erstes mal Gladys besuchen und gucken, was wir ihr so verkaufen können. Oder das hier können wir noch machen. Bevor wir zur Groundbreaker fahren, machen wir noch die Reise zu den Relais, glaube ich. Oh, das müssen wir uns dann aber angucken in der nächsten Folge. Ja, genau. Die anderen Sachen, die sind ja alle auf Terra 2 hier gewesen. Das waren alles Nebenaufträge hier um Roseway und die haben wir alle soweit fertig. Aber ich denke, wir verkaufen dann lieber an, wie heißt die Gladys, wenn es möglich ist? Wanda möchte bestimmt wissen, was aus Captain Arion und der Lieferung geworden ist. Ganz genau, in der nächsten Folge. Wir haben schon unseren Auftrag für die nächste Folge. Das ist schön. Ich habe den Eindruck,
Aber vielleicht meine ich das auch nur. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt im Moment ziemlich flott vorangeht auf einmal. Ja, okay, man muss ja erstmal, muss man ja sich mit dem ganzen Zeug auskennen, was es hier alles so gibt. Also ich möchte das gerne zumindest. Man könnte auch einfach nur durchrennen, ganz schnell. Ihr seid sie. Aber erst gehen wir zurück zum Schiff und dann ist die Folge vorbei. Mal sehen, was wir da noch so erleben. Mir ist letztens aufgefallen, als wir ins Inventar geguckt haben und uns die Inventare von Nyoka und Parvati und Ellie angeguckt haben, da ist mir aufgefallen, dass seltsamerweise Waffen angezeigt wurden unten im Inventar. Vielleicht kann man die Waffen ja doch tauschen von denen, dass man ihnen andere Waffen gibt, dass die also nur für ihre Spezialangriffe ihre eigenen Waffen benutzen. Der ist super, Sam ist klasse. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr den Film nicht kennt. Dann wisst ihr, was ich meine. Der Roboter, so wie er geht, das erinnert mich total an den Film Krieg der Eispiraten. Ja, und für damalige Verhältnisse ist der Film ja auch gar nicht schlecht gemacht, finde ich. Schon vor allem witzig irgendwie. Naja, ist jetzt nicht so die reine Komödie, aber schon, ja, kann man sich angucken. Ist zumindest nicht langweilig. Crew report. Nyoka is drunk. Surprise. Das ist tatsächlich... Wo ist sie denn? Ohne mich? Wo ist sie? Nee, das ist ja nicht ihre Kabine. Das hier wäre ihre Kabine, aber sie ist ja... Nein, das wäre auch nicht ihre Kabine. Das hier! No challenge is too large. Oh mein Gott! Is too small. Was hast du mit ihr getan? Das sieht ja überhaupt nicht gut aus, was sie da macht. Oh mein Gott! Der geht's aber echt nicht gut, oder? Oh, das sieht aber richtig unbequem aus. Liebe Welt da draußen, mit diesem Bild darf ich mich verabschieden und bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. So habe ich aber auch schon mal da gelegen. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.